Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine schnelle thailändische Hühnersuppe zeigen. So eine Art Tom Kha Gai, die kennt ihr vielleicht schon vom Thailänder oder vielleicht sogar von euren Besuchen in Thailand. Meine Suppe ist doch um einiges schneller, weil wir nämlich kein ganzes Huhn kochen und die Vorbereitung so ein bisschen abkürzen. Aber sie ist trotzdem super lecker. Schaut es euch an. Ich denke, es wird euch schmecken. So, wie immer habe ich die Zutaten, die wir für die schnelle Thai-Hühnersuppe brauchen, schon rausgestellt. Das, was ich hier heute zeigen möchte, ist wirklich ein schnelles Rezept im Verhältnis zum Originalrezept zur Tom Kha Gai. Deswegen auch noch überschaubare Zutaten, teilweise schon vorbereitet. Wir haben hier 500 Gramm Hühnerbrust. Ich habe jetzt hier Hühnerbrust genommen, weil sie sehr zart ist. Muss man noch mal ein bisschen bearbeiten, hier ein bisschen Fett abschneiden. Das mache ich gleich noch und werde die in mundgerechte kleine Stücke schneiden. Dann haben wir 250 Gramm braune Champignons, die ich nicht in der Maschine machen werde, weil ich die immer noch in Scheiben haben möchte. Die sollen noch eine gewisse Konsistenz haben. Wir brauchen 100 Gramm feine Möhren, die ich gleich noch ein bisschen bearbeiten werde. Wir brauchen 4 mittelgroße Zwiebeln. Dann außerdem Cocktailtomaten. Das ist in den früheren Rezepten gar nicht so üblich. Also früher hat man in der asiatischen Küche wenig bis gar keine Tomaten verwendet. Ist so in den letzten Jahren jetzt dazugekommen. Ich fand es am Anfang etwas komisch, aber inzwischen finde ich tatsächlich auch, es passt tatsächlich in die Tom Kha Gai. Kann man machen. Muss man ausprobieren, wem es nicht schmeckt, der lässt es eben weg. Dann kommt dazu hier Zitronengras. Das habe ich bekommen jetzt hier im Supermarkt. Gibt es nicht immer bei uns, aber jetzt habe ich es bekommen. Also Zitronengras werden wir heute dazu verwenden. Ich zeige euch nachher auch, wie das zubereitet wird. Es wird nämlich nicht mitgegessen. Es wird auch gar nicht klein geschnitten, wie man das in manchen Rezepten immer wieder sieht. Dann habe ich hier Ingwer reichlich, den ich noch schälen werde und auch dann in der Maschine machen werde. Gehört auf jeden Fall dazu. Eine Dose Kokosmilch sollte man natürlich dazu haben, ist schon ein wesentlicher Bestandteil von der Suppe. Die Kokosmilch ist ja das Besondere an der Tom Kha Gai, die eben diesen süßlichen Geschmack verleiht, dieses Besondere dieser Suppe. Dann haben wir außerdem 1 Liter Hühnerbrühe. Ich habe hier Instant-Hühnerbrühe genommen. Wer Zeit und Muße hat, sich selber eine zu machen, der macht sich natürlich die Hühnerbrühe selber, wenn man dazu Zeit hat, wenn es passt. Außerdem habe ich hier eine Limette. Die Limette werde ich nachher klein schneiden. Die kommt mit in die Suppe, damit sie eben auch diesen etwas sauren, frischen Geschmack abgibt. Wir haben Saft einer halben Zitrone, kommt noch zusätzlich dazu. Außerdem brauchen wir am Ende zum Würzen auf jeden Fall Sojasauce. Sucht euch eine aus, die euch schmeckt. Die gibt es, glaube ich, inzwischen wirklich überall. Da muss man nicht mehr in den Asialaden fahren. Und dann bitte unbedingt Fischsoße. Ich weiß, dass viele immer sagen, Fischsoße, ist das eklig. Nein, ist es nicht. In Asien, also in Vietnam, in Thailand und auch in anderen südostasiatischen Ländern wird fast ausschließlich mit Fischsoße gesalzen. Das ist ein reines Salzextrakt, das ist eine vergorene Fischsoße. Man schmeckt hinterher keinen Fisch, keine Angst, es ist wirklich nur das Salz, was überbleibt. Also mindestens ausprobieren solltet ihr tun. Ja, dann habe ich hier wieder ein spezielles Gewürz, was ich gerne benutze. Das ist mein Gewürz, was ich eigentlich immer zu Hause habe, so ein fertiges Thai-Gewürz. Auch da gibt es im Supermarkt, glaube ich, hinreichend Auswahl inzwischen. Ansonsten gibt es haufenweise Thai-Curry-Pasten, aber auch schon fertige Pasten für die Tom Kha Gai. Also ausprobieren. Ich habe hier sogar ein Produkt gefunden. Bei mir im Supermarkt jetzt habe ich mal kurz probiert. Ist nicht so meins, schmeckt sehr stark nach Kaffee, Limonenblättern, Limettenblättern und sehr stark nach Koriander. Ist nicht so unsere Geschmacksrichtung, also ich werde es nicht nehmen, aber es gibt es eben auch schon alles fertig. Das kann man heute in deutschen Supermärkten alles schon fertig kaufen. Ja, und dann kommt wie immer bei uns noch dazu, weil wir es wirklich scharf mögen, Piri Piri hier, die geschroteten Chilischoten zum Scharfmachen, die sind wirklich sehr scharf. Wir mögen es, wer es nicht mag, lässt es weg, ist eben doch eine ordentliche Schärfe. Auf jeden Fall vorher ausprobieren. Wer nicht gerne scharf isst, für den ist das nichts. Ja, und ganz zum Schluss kommen noch oben drüber Frühlingszwiebeln, klein gehackt, nochmal als frische Kick, wenn die Suppe fertig gekocht ist. Ja, damit haben wir eigentlich alles jetzt an Zutaten hier auf der Arbeitsplatte und ich werde jetzt ein bisschen Vorbereitungen treffen und dann fangen wir an und geben die Sachen in die Maschine.
So, ich bereite jetzt das Zitronengras vor, nachdem ich die anderen Zutaten alle schon vorbereitet habe. Und zum Zitronengras ist nochmal wichtig, dass man weiß, wie man das verwendet. Ich habe jetzt sowohl in einer Kochanleitung für den Monsieur Cuisine als auch in einem Video gesehen, dass das Zitronengras da klein geschnitten wird und dann in die Suppe kommt und mitgegessen werden soll. In Asien isst niemand Zitronengras mit. Das ist ein reines Gewürz, so wie bei uns Lorbeeren oder Nelken. Zitronengras ist nur dazu da, um die ätherischen Öle aus dem Zitronengras in die Speisen abzugeben und danach wird es wieder rausgenommen. Also bitte um Himmels Willen nicht schneiden, nicht kleinhäckseln. Das kann man auch nur ganz schwer kauen. Es wird auch nicht weich beim Kochen, egal wie lange man es kocht. Also, das heißt, man schlägt das Zitronengras nur auf, entweder so wie ich jetzt hier mit so einem Fleischhammer oder mit dem Stiel des Messers. Wenn ihr sowas habt und schlägt es platt, und damit man es hinterher auch wieder aus der Suppe rauskriegt, gibt es in Asien einen ganz guten Trick. Da machen die meisten Köche nämlich so eine Art Blume draus, einen Knoten. Wenn man denn geschickt genug ist. Also, das ist dann das Zitronengras-Paket, was wir nachher mitkochen, damit es eben das schöne ätherische Öl abgibt zum Würzen für die thailändische Hühnersuppe. Dann legen wir mal los. Ich fange an mit dem Ingwer. Wir machen den Deckel auf, setzen das Ultrablade ein und mit Ingwer habe ich schon so meine eigene Erfahrung. Die kleinen Mengen gehen in der iPrep and Cook nicht so wahnsinnig toll, das muss ich einräumen. Es geht trotzdem, aber man muss immer mehrere Durchgänge machen. Ich nehme die Turbostufe, also 13, und mache erstmal 5 Sekunden. Und da muss man schauen, möglicherweise muss man nochmal nachmixen und ein bisschen runterschieben. Also 5 Sekunden, erster Durchgang, auf geht's. Ja, die ersten 5 Sekunden sind um und das wird noch nicht toll sein. Nein, erwartungsgemäß. Also gibt es auch nicht viel runterzuschieben. Machen wir nochmal mindestens 5 Sekunden. Damit der Ingwer klein wird, denn er sollte schon klein sein. Ingwerstücke so im Mund in der Suppe sind jetzt nicht so witzig. So ähnlich wie Zitronengras. Also Turbostufe 13, mehr geht nicht. Und wir machen nochmal 5 Sekunden. Auf geht's. Ja, schauen wir mal noch im zweiten Durchgang. Ja, das sieht schon besser aus, aber muss doch noch einen Tacken kleiner werden. Jetzt machen wir im nächsten Durchgang nochmal 10 Sekunden Turbo. Halt, ich schiebe erstmal nochmal runter. Und danach kommen sowieso nochmal die Möhren. Also nochmal Stufe 13 und diesmal mal 10 Sekunden. So, schauen wir mal. Ja, der ist doch schon ordentlich klein jetzt hier. Der wird ja noch ein bisschen zerkocht nachher. Kleiner muss er jetzt nicht mehr werden, denn jetzt machen wir weiter mit den Möhren. Ich habe sie ein wenig vorbereitet. Ich möchte die Möhren auch nicht ganz klein haben. Man soll schon was im Mund haben, sodass ich die Möhren jetzt auch nicht völlig zerschreddern werde. Schließen den Deckel und machen die Möhren jetzt auf der Stufe 10, höchstens 5 Sekunden, mehr erstmal nicht. Und schauen mal. Ja, mal gucken. Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen groß. Aber eigentlich sollen die Möhren noch ein bisschen zu spüren sein, aber das wäre immer noch zu groß. Also machen wir bei den Möhren ruhig auch nochmal die Turbostufe 5 Sekunden. Und schauen jetzt mal. Ja.
Wir sind jetzt schon fast wieder ein bisschen klein geworden. Eigentlich wollte ich sie so klein nicht haben. Also von Anfang an 5 Sekunden Turbostufe hätte wahrscheinlich gereicht. Jetzt kommen im nächsten Schritt die Zwiebeln hinzu. Wir schließen den Deckel wieder. Und auch die möchte ich nicht klein püriert haben. Deswegen nehmen wir hier bei der Stufe mal die 10 und machen die aber ruhig nochmal 15 Sekunden. Auf geht's! So, ihr seht, ich habe schon abgebrochen nach 5. Das wird mir sonst zu klein. Ja. Auf geht's zum nächsten Schritt. So, ich nehme jetzt den Ultrablade raus, das Ultrablade, das Messer, den schneiden müssen wir nichts mehr. Das war alles, was wir bearbeiten mussten. Und ich ersetze den Ultrablade jetzt durch den Schmetterling, also nicht durch den Rühraufsatz. Der ist mir bei etwas groberen Sachen immer nicht heftig genug, der rührt nicht so richtig, nicht so toll. Ich habe mit dem gute Erfahrungen gemacht hier. Mit dem Schmetterling, wenn man festere Sachen nachher im Topf hat, wie jetzt gleich auch die Champignons und auch die Hühnerbrust, dann ist es eigentlich sehr gut, weil der deutlich besser rührt. Man muss nicht so hohe Stufen einstellen. Probiert es einfach aus. Also ich bin mit dem glücklich. Ich kann mit dem besser arbeiten als mit dem eigentlichen Mixaufsatz. Jetzt braten wir erstmal den Ingwer, die Zwiebeln und die Möhren etwas an. Und dazu geben wir, habe ich glaube ich am Anfang gar nicht gesagt, so 2 Esslöffel Sesamöl dazu. Immer gut in der asiatischen Küche, schmeckt etwas nussig, passt prima zu den anderen Geschmäckern, zu den anderen Gewürzen, und braten das Ganze an. Zunächst schließen wir den Topf wieder und ich stelle jetzt hier bei der Stufe auf Stufe 4. Das wird wahrscheinlich reichen. Bei der Temperatur gehe ich jetzt auf 100 Grad hoch und bei der Zeit brate ich das Ganze zunächst mal 10 Minuten an, das sollte eigentlich reichen. Auf geht's! So, ihr seht schon, wenn ihr jetzt oben auf den Topf guckt, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen sehr schnell mit dem Schmetterling. Also wir können bei der Stufe, denke ich mal, mindestens einen weiter runtergehen. Ja, Stufe 2. Aber sogar Stufe 2 reicht. Also Stufe 2 reicht sogar. Hier brauchen wir also nicht Stufe 4. So, ich habe zwischendurch jetzt mal geschaut. Möglicherweise müssen wir mal runterschieben. Ich mache deshalb den Topf mal auf. Ja. So, die kleinen Sachen hier mal zwischendurch runterschieben. Das sind ja noch 3 Minuten. Das sieht schon alles gut aus. Damit die noch mit gebraten werden. Und dann machen wir den Topf wieder zu. Und machen weiter. So, ihr seht, fertig. Die Maschine hat schon runtergestellt auf 65, das macht sie automatisch. Und jetzt schauen wir mal rein. Jo. Da sieht man auch schon, das könnt ihr jetzt nicht riechen, aber es riecht schon richtig toll nach Ingwer. Ja, man sieht also hier schon gut angedünstet, das ist in Ordnung. Und jetzt kann ich meine restlichen Zutaten hinzugeben, die noch in die Suppe kommen. Und zwar geben wir jetzt dazu die Kokosmilch. Wir geben dazu die Hühnerbrühe. Und da gebe ich erstmal noch nicht alles dazu. Moment, nochmal umrühren. Ich darf wirklich nichts mehr am Boden haben, sondern so 3/4. Ich schaue gleich mal, wie voll der Topf wird, dass wir die Füllmengen nicht überschreiten. Also erstmal so gut 3/4 von der Hühnerbrühe. Den Rest behalte ich noch mal über. So, dann kommt jetzt auch dazu
die Hühnerbrust, die ich vorbereitet habe und die jetzt nur mitgegart wird. Es kommen außerdem hinzu die Champignons. Ja, und jetzt sieht man schon, da ist noch Luft. Ne? Die Füllmenge, die maximale hier, die liegt hier ungefähr, die ist noch nicht überschritten. Und so ein bisschen Flüssigkeit wollen wir dann auch haben, auch wenn die Champignons nachher noch reichlich Wasser ziehen. Also können wir die restliche Hühnerbrühe noch dazu gießen. So, jetzt gebe ich hinzu auch die Limetten, damit die ihren Geschmack abgeben können. Und das Zitronengras. Das wird nur mitgerührt. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das holen wir nachher wieder raus, wenn es den Geschmack abgegeben hat. Wir nehmen den Saft einer halben Zitrone. Nehmen wir noch dazu drücken. Keine Kerne drin. Das geht gut. So, die Tomaten kommen erst später hinzu. Die gebe ich erst 5 Minuten vor Ende der Garzeit hinzu, weil die nicht völlig matschig werden sollen. Jetzt kommen nur noch Gewürze hinzu. Ich fange an mit dem Thai-Curry. Ich habe es euch vorhin schon gezeigt. Mein Curry, was ich nehme, steht nicht umsonst drauf. Extra scharf. Ist wirklich extra scharf. Also wer das benutzt hier von Hermann, ist das mal wieder, der sei bitte vorsichtig. Vorher ausprobieren. Mega, mega scharf. Deswegen mache ich auch von dem Thai-Curry jetzt nur so einen guten gestrichenen Teelöffel rein. Ihr kennt meinen Spruch, nachwürzen kann man immer. Aber weil wir auch so ein bisschen Chili-Geschmack haben wollen, kommt jetzt noch ein bisschen Piri-Piri dazu, also nochmal etwas Schärfe, aber auch nur ganz, ganz wenig, so eine Löffelspitze vielleicht. Das ist schon zu viel. Ja, das reicht erstmal hier halber Teelöffel, würde ich sagen, noch nicht mal Viertel Teelöffel. Und das war es auch erstmal an Gewürzen. Ein Hauch Sojasauce gebe ich jetzt noch dazu. Denn bisher ist ja auch kein Salz sonst in der Suppe. Mache ich so nach Gefühl. Ich jetzt mal schätze so ein Esslöffel, 2 Esslöffel. Und jetzt gebe ich schon hinzu so einen Hauch von der Fischsoße. Ich weiß, viele mögen die Fischsoße nicht. Bitte, bitte trotzdem probieren. Die schmeckt nicht fischig. Ich wiederhole mich, ich weiß, da ist wirklich nur Salz drin am langen Ende. Aber das ist für die asiatische Küche wirklich wichtig. Also ich tropfe da so ein bisschen was rein. Das reicht doch erstmal. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fertig mit den weiteren Vorbereitungen. So, jetzt schließen wir den Topf. Jetzt wird das Ganze gegart. Also Deckel drauf. Und ich habe immer noch den Schmetterling drin, nicht den Rühreinsatz. Den lasse ich auch drin. Und da hat eben schon Stufe 2 gereicht. Mehr mache ich auch erstmal nicht. Ich schaue gleich. Also Stufe 2. Und bei der Temperatur müssen wir jetzt keine 100 Grad mehr haben. Das Hühnchen muss nicht kochen. Das soll ein bisschen köcheln. Es soll natürlich jetzt Geschmack annehmen und natürlich gar werden. Aber da reichen 90 Grad vollkommen. Also 90 Grad. Und ich stelle jetzt mal ein, 45 Minuten hier, das ist wahrscheinlich zu lang für das Huhn. Nach einem Drittel schaue ich das erste Mal nach, aber ich stelle jetzt mal hier 45 Minuten ein und zwischendurch schaue ich. Auf geht's! So, ich habe eben gleich hier nach Beginn gestoppt, denn ich habe gesehen, Stufe 2 ist dann auch noch zu schnell. Also mit dem Schmetterling reicht für diese Menge Stufe 1, habe also runtergeschaltet und mache jetzt mit der Stufe 1 weiter. Auf geht's. Ja, das sieht man also hier, bewegt sich ordentlich. Schneller muss, glaube ich, nicht sein. Stufe 1 ist also ausreichend. So, ich habe noch mal kurz angehalten, was ich mich vergessen habe. Ich habe vergessen, vorhin noch Zimt dazu zu tun. Das hole ich jetzt kurz nach. Ihr seht, das ist alles auch schon gut durchgerührt. Und das Zitronengras können wir hinterher gut rausfischen. Ich nehme jetzt noch mal so einen halben gestrichenen Teelöffel Zimt dazu. Nicht mehr, das reicht erstmal. Ja, und dann mache ich wieder zu. Und auf geht's.
So, ihr seht, es sind nur noch knapp 7 Minuten. Ich halte jetzt mal an und gucke mal rein, ob wir runterschieben müssen, und probiere auch schon mal. Und dann würde ich danach die Tomaten reingeben. Ja, das dampft ordentlich. Hier müssen wir jetzt mal ein bisschen runterschieben nochmal. Das sieht schon gut aus hier. Das Zitronengras hat sich schön um den Rührer gewickelt. Das heißt, das kriegen wir auch gut raus gleich. Das ist auch kein Problem. Mal gucken, ob es schon scharf genug ist. Oh, das schmeckt schon sehr lecker. Ja, sehr frisch. Ingwer, Zitronengras, Limette. Reicht. Reicht. Also bei dem Thai-Curry hat wieder ein Teelöffel gereicht für die gesamte Menge. Dann gebe ich jetzt noch die Tomaten hinzu und würde die Suppe jetzt nochmal die letzten 7 Minuten zu Ende kochen lassen. Und wir schließen wieder den Deckel. Und machen das Rezept zu Ende. Auf geht's! Ja, ich denke, es hat geklappt. Meine schnelle thailändische Hühnersuppe, im Verhältnis zum Original jedenfalls. Super Gewürz, frisch, zitronig mit den Tomaten und dem Hühnchenfleisch, aber auch mit den Frühlingszwiebeln hier drauf. Wirklich was für das heiße Wetter, wie eben auch in Thailand. Ich hoffe, ihr kocht es nach und es schmeckt euch. Falls es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.